Hallo und herzlich willkommen zu Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Ich wünsche dir erstmal einen guten Start in die neue Woche. Und zwar beginnt ja heute die Weihnachtswoche. Es ist der 21. Dezember, wenn diese Podcast-Folge rauskommt. Und wir haben jetzt irgendwie noch 2-3 Tage vor dem 24. Und vielleicht kann dir die Übung aus dem heutigen Monday-Special ein bisschen dabei helfen, diesen Weihnachtsstress, der uns ja doch dann immer einholt, so sehr wir uns auch vornehmen, achtsam und entspannt und gelassen durch die Weihnachtszeit zu gehen, ein bisschen besser zu handeln, ein bisschen runter zu regulieren und vielleicht auch einfach zu akzeptieren, was gerade ist. Und zwar haben wir ja in der vergangenen Folge letzten Donnerstag mehr darüber erfahren, was Akzeptanz bedeutet, welche Forschungsergebnisse und Studien es über das Thema Akzeptanz gibt und dass uns Akzeptanz sehr dabei helfen kann, mit Rückschlägen und Krisen umzugehen. Und deshalb habe ich heute eine Übung mitgebracht, die ich tatsächlich von der Psychotherapeutenkammer in Berlin habe. Das ist eine Meditation oder ein Einkehren, das du machen kannst. Ich denke, du brauchst dafür so circa 10 Minuten. Ich werde dich da durchleiten, das Ganze anleiten und es ist vielleicht auch etwas, was du über die Weihnachtstage, deshalb freue ich mich so, das heute kurz vor Weihnachten zu veröffentlichen, was du über die Weihnachtstage mitnehmen kannst und wenn du merkst, so der Weihnachtstrubel, der Familientrubel, der Geschenketrubel wird ein bisschen zu viel, dann kannst du diese Übung auch nutzen, um ein bisschen achtsamer zu sein und dann eben die Situation so zu akzeptieren, wie sie heute ist. Nimm dafür eine ganz bequeme Position, entweder auf einem Stuhl ein oder setze dich aufrecht auf den Boden. Wichtig ist, dass du sitzt. Und setze dich aufrecht, entweder mit den Füßen flach auf dem Boden hin oder eben im Schneidersitz. Und die Arme bzw. Hände fallen einfach ganz entspannt in deinen Schoß mit den Handflächen nach oben. Und dann schließt du sanft deine Augen. Nimm dir hier ein paar Momente Zeit, um die Empfindungen in deinem Körper wahrzunehmen. Ganz besonders die Stellen, an denen dein Körper den Stuhl oder den Boden berührt. Und beobachte das sanfte Ein- und Ausströmen deines Atems in deinem Brustraum und deinem Bauch. Es ist auch hier nicht nötig, dass du versuchst, deinen Atem irgendwie zu kontrollieren oder zu verändern. Die Atmung geschieht ganz von alleine. Versuche, so gut es geht, diese Einstellung des freundlichen Zulassens und Akzeptierens, die du gerade auch deinem Atem gewidmet hast, auch auf andere Bereiche deines Erlebens zu übertragen. Du brauchst gerade nichts zu verändern, du brauchst gerade keinen bestimmten Zustand erreichen. Und soweit es dir möglich ist, lässt du dein Erleben einfach so sein, wie es gerade ist, ohne es verändern zu müssen. Das können Gedanken sein, Körperempfindungen, Situationen aus den letzten Tagen und Stunden. Du behältst diese Einstellung des freundlichen Akzeptierens, wie auf deinen Atem eben, einfach bei. Es ist ganz natürlich, dass sich deine Aufmerksamkeit von deiner Atmung abwendet und Gedanken, Sorgen, Bilder, Körperempfindungen oder Gefühle in den Fokus rücken. Nimm diese Gedanken und Gefühle zur Kenntnis. Erkenne, dass sie da sind. Akzeptiere, dass sie da sind und bleibe ganz kurz bei diesen Dingen, auf die sich deine Aufmerksamkeit richtet. Es ist gar nicht nötig, an etwas anderes zu denken. Es ist auch nicht nötig, dass du diese Gedanken versuchst zu vertreiben oder irgendetwas zu lösen. Versuche, so gut es geht, den Gedanken und Gefühlen zu erlauben, da zu sein. Dadurch gibst du auch hier dir den Raum, den du brauchst. Und gehst ganz freundlich, mitfühlend und akzeptierend mit deinen eigenen Erfahrungen um.
Erlaube dir auch, bei all dem anwesend zu sein, wovor du Angst hast. Also nimm auch Zweifel, Vorbehalte, Ängste oder Sorgen wahr, die jetzt in deinen Kopf kommen. Und nimm diese auch nur zur Kenntnis und erkenne ihr Dasein an, ohne sie bearbeiten oder verändern zu wollen. Und dann frage dich hier, wozu bin ich da? Wohin möchte ich gehen? Was möchte ich machen? Und vielleicht helfen dir diese Fragen, dich selber zu erkennen mit den Werten, die du mitbringst in alle Situationen deines Lebens, mit deinen Zielen und deinem Engagement, die du ebenfalls mitbringst in alle Situationen deines Lebens. Und dann konzentriere dich auf einen Gedanken oder auch eine Situation, die für dich schwierig gewesen ist. Es könnte ein besonders belastender Gedanke sein, eine Sorge, eine Vorstellung, die dir Sorgen bereitet oder auch ganz intensive Körperempfindungen wie Kopfschmerzen oder Nackenschmerzen. Lenke deine Aufmerksamkeit ganz sanft, direkt und konsequent auf und in dieses Unbehagen, egal wie schlimm es dir erscheint. Nimm alle starken Gefühle wahr, die jetzt in deinem Körper entstehen, und erlaube ihnen so zu sein, wie sie sind, anstatt zu verändern zu wollen, wie sie sind. Also nimm sie wahr, wie sie gerade in dich hineinfließen. Behalte sie einfach nur in deinem Bewusstsein. Bleib bei diesem Unbehagen und versuche mit diesem Unbehagen zu atmen. Vielleicht sendest du deinen Atem in eine bestimmte Körperregion oder zu diesem unangenehmen Gedanken hin. Versuche dich dem Unbehagen ganz behutsam zu öffnen, Raum dafür zu schaffen, das Unbehagen, die Sorgen, die Zweifel zu akzeptieren und zuzulassen. Und schenke den Empfindungen des Unbehagens auf ganz mitfühlende Weise deine Aufmerksamkeit. Wenn du jetzt wahrnimmst, wie du zunehmend angespannter wirst und dein Innerstes sich irgendwie dagegen auflehnt oder diese Erfahrung versucht wegzuschieben, dann erkenn genau das an und schau, ob du etwas Raum dafür schaffen kannst, was immer du auch erlebst. Muss dieses Gefühl, dieser Gedanke oder auch die Sorge dein Feind sein? Oder kannst du es erleben, zur Kenntnis nehmen, anerkennen und einfach da sein lassen? Kannst du den Raum schaffen für das Unbehagen, die Spannung, die Angst, die Niedergeschlagenheit? Nimm hier wahr, wie sich das jetzt eigentlich anfühlt, dieses Gefühl zu spüren. Ist es wirklich etwas, gegen das du kämpfen musst? Oder kannst du das Unbehagen einfach hereinlassen, indem du dir selbst ganz bewusst sagst, lass mich fühlen, was zu fühlen ist, weil das eben gerade meine Erfahrung ist. Wenn auch hier die Empfindungen oder das Unbehagen nochmal stärker werden, dann erkennst du an, dass diese Empfindungen da sind und bleibst gedanklich bei ihnen. Dabei fängst du weiter an, in diese Empfindungen reinzuatmen und sie zu akzeptieren. Auch wenn dein Verstand dir jetzt vielleicht sagt, dass du das nicht kannst, kannst du in deinem Herzensraum Platz für das Unbehagen schaffen.
Einfach, dass es auch da sein darf, dass du es akzeptieren kannst, weil es eben auch eine Daseinsberechtigung hat. Schau mal ganz genau nach, wo es in dir diesen Raum gibt, um dieses Unbehagen zu fühlen und mit Mitgefühl und Freundlichkeit dir selbst und deinen eigenen Erfahrungen gegenüberzustehen. Abgesehen von den körperlichen Empfindungen bemerkst du vielleicht auch Gedanken, die mit diesen Empfindungen einhergehen und auch Gedanken, die über deine Gedanken kommen. Und wenn du genau diese wahrnimmst, dann lass sie ebenfalls herein, werde ganz weich und öffne dich diesen Gedanken, wenn sie auftauchen. Du bemerkst vielleicht auch, wie sich hier wieder dein Verstand mit Bewertungen einschaltet, wie zum Beispiel, das ist gefährlich oder es wird immer schlimmer. Und wenn dies geschieht, dann danke deinem Verstand für diese Wertung und kehre zur gegenwärtigen Erfahrung und Empfindung so zurück, wie sie ist und nicht, wie dein Verstand sagt, wie sie sein sollte. Bleib bei deinem Unbehagen so lange, wie es dich beschäftigt. Und wenn du spürst, dass die Angst und die Gefühle des Unbehagens dich nicht mehr weiter beschäftigen, dann lasse sie los und weiterziehen. Und dann lenk deine Aufmerksamkeit wieder zurück auf das Hier und Jetzt. Werde dir ganz allmählich bewusst, in welchem Raum du dich befindest. Und in welcher Situation? Nimm dir, bevor du deine Augen öffnest, einen Augenblick Zeit, um dir bewusst vorzunehmen, diese Art des behutsamen Zulassens und sich selbst Akzeptierens in dein gegenwärtiges Leben einfließen zu lassen. Und öffne langsam wieder deine Augen, wenn du soweit bist. Ich hoffe, diese Übung zum Akzeptieren hat dir geholfen, alles an gegenwärtigen Gedanken und Gefühlen wahrzunehmen und einfach mal da sein zu lassen. Und vielleicht nimmst du auch diese Entspannung wahr, die ich nach dieser Übung wahrnehme, dass alles irgendwie in Ordnung ist, so wie es gerade ist und dass ich auch nicht immer alles verändern muss oder kann oder auch möchte. Falls du über die Feiertage noch mehr in das Thema einsteigen möchtest, wie du mehr in Balance kommen kannst, dann kann ich dir nur noch mal meinen How to Balance Workshop ans Herz legen. Der Link dazu ist in den Shownotes. Das ist ein kleiner Workshop, das sind 40 Minuten Videomaterial mit einem PDF-Workbook dazu, in dem die Übungen noch mal erklärt sind und du auch Platz hast, diese Übungen zu bearbeiten. Das gibt es in zwei Versionen, einmal als Printversion, das Workbook oder digital. Dementsprechend gibt es zwei unterschiedliche Angebote. Ich freue mich, dich da wiederzusehen, weil du lernst ganz tolle Übungen, die dir auch wirklich in deinem Alltag immer wieder helfen können, in diese Balance zu kommen. Denn es ist vollkommen normal, dass unser Leben uns mal aus der Balance wirft und wir nicht ganz in unserer inneren Mitte sind. Das ist in Ordnung. Es geht nur darum, dass wir die richtigen Techniken und Methoden an der Hand haben, um uns dieses innere Gleichgewicht wieder zurückzuholen, damit wir wieder entspannen können. Und genau das lernst du im How to Balance Workshop. Ich wünsche dir jetzt eine super, super schöne Weihnachtszeit. Am Donnerstag, dem 24.12., kommt als kleines Weihnachtsgeschenk eine ganz besondere letzte Folge im Jahr 2020. Ich freue mich, wenn du da dabei bist und danach freue ich mich auf ein wunderbares Podcast-Jahr in 2021 mit dir. Bis dahin, bleib ganz gesund. Share and grow, deine Muriel.